Wir werden gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien. Wir werden unterstützt von Acolono, Acquia, Tronomics, ProPeople, Knallgrau, WebShapers und Sensations. Ja, hallo. Also ich möchte euch noch ein bisschen einführen zu Coding mit Drupal 8. Ja, also das Ganze wird ein bisschen ein Überblick über Programmieren mit Drupal 8. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Ich hoffe, es gelingt mir, euch ein bisschen einen Überblick zu geben, sodass man ein bisschen ein Gespür dafür bekommt, wie denn Coding mit Drupal 8 so funktioniert. Mein Name ist Wolfgang Ziegler, ich bin Deryl Fargo auf Twitter. Fargo hat es leider nicht mehr gegeben. Fargo ist mein Drupal.org-Username und ich bin Leiter der Tronomics GmbH, einer kleinen Drupal-Agentur aus Wien. Meine Drupal-Contributions soweit sind diverse Module, die ich ursprünglich geschrieben habe, beziehungsweise jetzt auch Maintainer bin, wie Rules, Entity API, Field Collection oder Profile 2. Ich bin ein Drupal Core Subsystem Maintainer vom Form-System und von der Entity API seit Drupal 7 und habe in Drupal 8 die inoffizielle Entity API Initiative sozusagen geleitet. Und derzeit, gerade aktuell, ist das Diet Rules Projekt, die Diet Rules Initiative, was vielleicht einige von euch eben mitbekommen haben, wo es darum geht, dass man das Rules Modul eben auf Drupal 8 portiert und das rechtzeitig fertig wird. Aber Näheres dazu, wen es interessiert, auf dietrules.org. Ja, also ich habe mir gedacht, ich fange mal an mit ein bisschen Drupal Coding History, um ein bisschen einen Überblick zu geben, ja, wo denn das Ganze herkommt, um zu erklären, warum manche Dinge in Drupal 8 nur so funktionieren, wie sie funktionieren. Also in Drupal, bevor Drupal 8, ist eigentlich ein prozedurales System, das heißt, es ist total irgendwie mit Funktionen und Array-Strukturen aufgebaut. Von dem her eigentlich, es ist PHP 4-Style programmiert, also wo ich Drupal 7 jetzt, Drupal 7 PHP 5 benötigt, ist es eigentlich so geschrieben wie ein PHP 4-System. Das Ganze hat schon sehr wohl gut funktioniert und hat eben eine sehr gute Modularität durch das Hook-System erreicht. Vielleicht zu Hooks, schauen wir uns das kurz im Detail an. Weil die gibt es in Drupal 8 genauso noch. Also ein Hook ist quasi ein System, wo ein Modul mit einem anderen Modul interagieren kann. Das heißt, ein Modul stellt den Hook zur Verfügung und andere Module können diese Hooks dann implementieren. In diesem Beispiel hier oben wird hier ein Hook aufgerufen von someModule. Der Hook heißt in diesem Beispiel NodeTypeInfo. Und über diesen Aufruf vom System mit der Funktion ModelInvokeAll wird dann automatisch einfach die ganzen Funktionen in anderen Systemen, die richtig mit dem richtigen Funktionsnamen definiert wurden, automatisch aufgerufen. Das heißt, der Modul muss dann einfach nur mehr Modulname, underscore Hookname, eine Funktion definieren und die Funktion wird automatisch vom System gefunden und aufgerufen. Die Parameter werden übergeben, so wie sie einfach beim Hook-Aufruf übergeben wurden und da die Return-Variablen werden vom System gesammelt und dann einem Caller zurückgegeben. Also so ist das Hook-System eigentlich sehr einfach zu verwenden für Module, um Modularität zu schaffen. Ja, und die Umsetzung von dem Ganzen in Drupal 7 ist es eigentlich so, dass die ganzen Formulare, Blöcke, Menüdefinitionen und so weiter, das sind dementsprechend als Array-Strukturen. Also Drupal 7 arbeitet sehr viel mit Array-Strukturen und Callbacks in diesen Array-Strukturen, wo man dann eben Funktionen definiert, die dann gewisse Sachen eben umsetzen und übernehmen. Ja, und dann wieder nur mehr Arrays, aber dann wieder x-fach verschachtelte Arrays. Ja, so ungefähr ist Drupal 7 aufgebaut. Und dementsprechend ist es eigentlich recht einfach, mal reinzukommen, weil man kann einfach mal Funktionen definieren und so weiter. Und eigentlich ein einfacher Einstieg möglich, würde ich sagen, in Drupal 7. Aber wenn man es dann wirklich im Detail verstehen will und im Detail durchstellen will, dann ist es ein bisschen schwierig, einen Überblick zu bewahren mit allen Funktionen, Callbacks und so weiter. Und das ist jetzt ein bisschen das, wo Drupal 8 ansetzt. Und zwar wird mit Drupal 8 die ganze Codebasis modernisiert. Drupal 8 ist total objektorientiert aufgebaut. Und wie wir schon gesehen haben, es gibt ja jede Menge Klassen in Drupal 8. Also es ist wirklich von Grund auf objektorientiert konzipiertes System. Und man kann so sagen, es folgt dem State of the Art im PHP-Development. Ein bisschen Nachteil von dem Ganzen ist halt, es sind jetzt da OOP, also objektorientierte Programmierungsgrundlagen notwendig, um jetzt da wirklich mit Drupal 8 sinnvoll programmieren zu können. Ja, an dieser Stelle haben wir gedacht,
gehe ein bisschen ein, was heißt das jetzt überhaupt, PHP State of the Art? Was ist das State of the Art in PHP Development? Und da kann man sagen, hat es wirklich in den letzten Jahren eine gewisse Renaissance gegeben. Also in den letzten, weiß nicht, 3 bis 5 Jahren hat sich da einiges getan im PHP-Entwicklungsbereich durch die sogenannte PHP-Renaissance. Es wurden PHP-Komponenten eingeführt, also wiederverwendbare Komponenten, die jedes PHP-Projekt leicht einbinden kann und wiederverwenden kann. Dass das Ganze funktioniert, ist auch unter anderem der PHP Framework Interoperability Group, kurz PHP-FIG, zu verdanken, weil sie sich darum kümmert, eben Standards zu definieren, wie PSA 0 oder PSA 4 sind sehr wichtige Autoloading-Standards, die eben dann von diesen Komponenten dann benötigt werden, um wirklich gemeinsam funktionieren zu können. Und das sind eben auch Standards, die werden ja in Drupal 8 jetzt verwendet und stellen irgendwie die Grundlage für diese ganzen modernen PHP-Systeme dar. Ja, und zu guter Letzt, PHP wurde in den letzten Jahren wieder aktiver weiterentwickelt. Es hat jetzt einige neue Versionen gegeben, die ja öfters neue Performance-Verbesserungen gebracht haben, zum Beispiel PHP 5.5 schon. Und PHP 5.7, die nächste Version, wird auch wieder ein großer Performance-Sprung werden, wo so die sogenannten PHP-NG-Performance-Verbesserungen einfließen. Oder alternativ gibt es auch eine virtuelle Maschine, die von Facebook entwickelt wird, HHVM, ist ein alternativer Weg, um PHP auszuführen, der auch sehr performant ist. Namespaces wurde nur eingeführt seit PHP 5.3, mittlerweile eigentlich überall verbreitet und stellt die Grundlage eigentlich für das Komponentensystem in PHP jetzt dar. Kennen vielleicht manche von euch aus Java-Programmierung und so weiter, funktioniert eigentlich ähnlich in PHP und sorgt dafür, dass jetzt irgendwie keine Konflikte passieren können. Also wenn jetzt da Komponente zum Beispiel eine Node-Klasse zur Verfügung stellt, dann eine zweite Komponente auch eine Node-Klasse zur Verfügung stellt, würde es ohne Namespace jetzt dann einen Konflikt geben, weil die Klasse zweimal definiert worden wäre. Und die Namespaces stellen dann eben jetzt sicher, dass die Klassen nebeneinander koexistieren können. Ja, Beispiele dafür wären zum Beispiel Namespaces von Symfony, HTTP Foundation, Doctrine Annotations oder eben auch ein Drupal 8 und ein Drupal Entity. Namespaces benutzen schaut so aus, dass man einfach, wenn man die Klasse definiert, in der Datei oben hier den Namespace der Klasse zusätzlich angibt. Das heißt, diese Klasse SumClass ist jetzt nur innerhalb des Namespaces mein Projekt Komponente gültig. Und wenn man jetzt eine Klasse verwendet, dann muss man die einfach importieren. Das heißt, man gibt einfach im Use-Statement den ganzen Namespace der Klasse an, wie in diesem Beispiel hier die Request-Klasse, und kann dann die Request-Klasse innerhalb der Datei ganz normal verwenden, wie hier in diesem Methodenparameter Request. Dann gibt es Composer. Composer ist quasi der Dependency Manager für PHP. Das heißt, der Composer kümmert sich darum, die ganzen Abhängigkeiten eines Projektes reinzuholen und auch eben, wie diese Abhängigkeiten aufgelöst werden können. Das heißt, ein Projekt kann einfach die Metadaten definieren in einem Composer-JSON-File, wo man dann angibt, zuerst mal grob, ja, was ist das überhaupt für ein Projekt, was ist das für ein Paket und da was sind die Dependencies des Projektes. Und dann gibt es dazu eben ein zentrales Repository, packages.org ist quasi das Hauptrepository von Composer, wo eben dementsprechend die ganzen Projekte die Projekte registriert sind und dafür sorgt, dass die Projekte dann einfach aufgelöst werden können. Man kann natürlich auch eigene Repositories anlegen und verwenden. Das hier wäre ein Beispiel für einen Composer-JSON-File, so in der Art, wie es von Drupal 8 aussieht. Das heißt, es wird zuerst mal hier definiert, der Name des Projektes, Description und dann vor allem unter Require die ganzen Dependencies von anderen Composer-Paketen, die dann eben über Composer auch installiert werden können. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen näher auf Drupal 8 eingegangen. In Drupal 8 verwendet wirklich diese ganzen Tools, die ich jetzt kurz gezeigt habe und ist darauf aufgebaut. Also es verwendet Composer und damit irgendwie einhergeht eigentlich das neue Mantra von Drupal 8, das ist Getting off the Island.
Das heißt, es wird jetzt nicht mehr primär nur mehr für das Drupal-Ökosystem entwickelt, sondern es wird immer mehr auch darauf geachtet, dass man allgemein wiederverwendbare Komponenten entwickelt und aber auch bereits existente Komponenten, die eben die ganze PHP-Community schon zur Verfügung gestellt hat, auch zu verwenden. Im Beispiel, was wir vorher gesehen haben, sind die Symfony-Komponenten. Drupal 8 baut auf einige Symfony-Komponenten auf. Die waren einfach vorhanden und haben schon Funktionalitäten umgesetzt, die Drupal 8 benötigt. Und anstatt das Rad jetzt neu zu erfinden, verwendet eben Drupal auch diese Komponenten und versucht, diese Komponenten zu verbessern und weiterzuentwickeln, anstatt wieder Eigenentwicklung voranzutreiben. Ja, wie gesagt, baut Drupal 8 auf modernen Programmierpraktiken und objektorientierter Programmierung auf und legt vor allem auch Wert darauf, auch die unterschiedlichen Subsysteme von Drupal besser zu entkoppeln, sodass diese besser voneinander unabhängig funktionieren und an der testbar sind. Ja, Drupal 8 bundelt da einige Libraries. Einige davon haben wir eh schon gesehen, vor allem Symfony-Komponenten. Es sind einige Symfony-Komponenten dabei. Vielleicht kurz: Symfony ist ein PHP-Framework, welches mehrere wiederverwendbare Komponenten zur Verfügung stellt. Es kommt mit dann quasi einer Standardinstallation, was alle Komponenten bundelt. Das ist Symfony Full Stack. Man kann aber eben auch einzelne Komponenten verwenden, was eben Drupal 8 macht. Es hat eben einzelne Komponenten rausgepickt, die für Drupal quasi nützlich sind. Und die kommen mit Drupal 8 mit und werden eigentlich out of the box verwendet. Andere Komponente, was man in der vorigen Session schon gesehen hat, ist Twig, das Templating-System. PHP-Unit wird für das Testing verwendet in Drupal 8. Gastly ist ein HTTP-Client, der bei Drupal 8 out of the box dabei ist. Und dann gibt es noch diverse weitere Libraries, wie zum Beispiel TenFeed für das Parsing von RSS-Feeds oder Doctrine für Annotations. Ja, und das wirklich Tolle an dem Ganzen ist, dass wenn man jetzt PHP-Entwicklung lernt mit Drupal 8, was man eigentlich lernt, ist PHP-Entwicklung generell. Also man kann das Wissen, was man in Drupal 8 sich aufbaut, außerhalb von Drupal 8 verwenden, was, glaube ich, wirklich ein Mehrwert ist für jeden Entwickler, der sich in Drupal 8 einlernt. Ja, an dieser Stelle möchte ich kurz auf php-the-right-way.com verweisen. Das ist eine Seite, die versucht, die PHP-Development Best Practices zu verbreiten und zu spezifizieren. Ist natürlich auch immer ein bisschen meinungsabhängig, was jetzt genau der beste Ansatz ist. Aber man kann sagen, die PHP The Right Way ist wirklich eine gute Grundlage, was für jeden PHP-Entwickler sicher empfehlenswert ist, sich das mal anzuschauen, wie die Best Practices definieren. Ja, und einen Punkt möchte ich an dieser Stelle herausstreichen, und das ist: benutze eine IDE. Also um Drupal 8 Entwicklung ist einiges leichter, wirklich, wenn man mit einer IDE entwickelt, also mit einer Entwicklungsumgebung, die dementsprechend Tools zur Verfügung stellt und automatisch Auto-Completion, Syntax-Highlighting und so weiter unterstützt und dementsprechend einen Entwickler einfach unterstützt, sich in der Codebasis zurechtzufinden und zu navigieren. Aber da werden wir dann in der nächsten Session dann eh noch Näheres dazu hören. Ja, ein paar Beispiele für IDEs wären NetBeans, Eclipse, die bekanntesten Open-Source-IDEs, oder ein sehr beliebtes PHP-Storm, welches ein proprietäres Produkt ist. Ja, nun zu den wirklichen Grundlagen von Drupal 8 selbst. Ich versuche jetzt ein bisschen einen Überblick zu geben über den ganzen Komponenten und Tools, die notwendig sind, wenn man mit Drupal 8 selbst programmiert. Und zwar beinhaltet das vor allem, wie kann man Module definieren, wie schaut das aus in Drupal 8, wie werden Menüs definiert, neue Pfade auf der Webseite. Dann gebe ich einen Überblick über das Plugin-System, über Entities und Fields, das Konfigurationssystem und zu guter Letzt da über Services und Dependency Injection. Ja, also das sind ziemlich viele Thematiken, eigentlich, wo man leicht mit jedem dieser Punkte, glaube ich, eine eigene Session füllen könnte. Deswegen versuche ich einfach mal ein bisschen einen Überblick über das alles zu geben und gehe nicht über in die Tiefe. Es gibt aber eher jede Menge Dokumentation, wo man dann die Details zu den jeweiligen Punkten auch nachschlagen kann. Also es gibt jetzt schon einen eigenen Dokumentationsbereich zu Drupal 8 auf Drupal.org. Vielleicht so kurz herzeigen hier.
Hier gibt es schon eigene Sektionen zu Drupal 8 APIs, wo die ganzen unterschiedlichen Subsysteme dokumentiert werden. Dann gibt es hier eine Drupal 8 API-Referenz, die ist unter api.drupal.org zu finden, wo auch die Subsysteme noch kurz vorgestellt werden, aber vor allem dann auch konkrete Interface-Dokumentationen und so zu finden sind. Das sind quasi die Dokumentationen, die auch im Code selbst direkt auffindbar sind. Ja, und dann gibt es natürlich schon jede Menge Blogposts zu den ganzen Themen. Das heißt, wenn man zu irgendeinem Thema weiterhin versucht, hilft Google da auch gleich jede Menge Blogposts zu finden. Und natürlich Drupal 8 selbst benutzte APIs. Das heißt, man kann einfach auch die Beispiele in Drupal 8 Core selbst einfach ansehen und davon lernen. Ja, beginnen wir kurz mit den Modulen und schauen Sie an, wie ein Modul aufgebaut ist. Von der Verzeichnisstruktur her haben wir schon kurz gesehen vorhin, Drupal Core selbst hat seine Module unter Core Modules, das heißt, da sind alle Core-Module drinnen und dann Erweiterungsmodule gibt man direkt in das Modules Directory rein, direkt in der Installation. Und dann, um ein neues Modul zu definieren, muss man vor allem das Info-File anlegen. Das muss man benennen mit Modulname.info.yaml. Es ist eben, wie der Dateiname schon sagt, eine YAML-Datei, wo man grundlegende Metadaten zum Modul einfach hinterlegt, wie Modulname, Package ist quasi die Kategorie, in der es im User-Interface einsortiert wird und dann vor allem die Modul-Dependencies, eben notwendige Module für dieses Modul. Ansonsten gibt es noch weitere Directories, wie zum Beispiel das Config Directory, was verwendet werden kann, um Default-Konfigurationen mit einem Modul zur Verfügung zu stellen. Dann gibt es Directories wie CSS, Templates, was einfach Standard-Directories sind, wo man dementsprechend CSS-Files oder Templates ablegt. Tests ist das Directory, wo man typischerweise die ganzen Unit-Tests zum Modul reingibt. Und unser SCCL ist dann nur das Source-Directory. Das Source Directory ist das Standard Directory, wo man alle PHP-Klassen ablegt. Das heißt, wenn man unter dem Source Directory eine Datei erstellt, dann wird die automatisch verwendet, um eine Klasse mit demselben Dateinamen darin zu suchen. Und genauso funktioniert das auch mit den Unterverzeichnissen. In Drupal 8 ist es so, dass jedes Modul seinen eigenen Namespace hat. Das heißt, dieses Modul, SumModule, verwendet standardmäßig den Namespace Drupal Sum Module und die Klassen darunter werden dann automatisch aus dem Source Folder geladen. Beispiel hier diese Entity-Klasse. Die Entity-Klasse hat den Namespace Drupal Sum Module Entity und dementsprechend ist es eben im Entity-Unterverzeichnis im Source Folder zu finden und wird dann automatisch vom Autoloader-System von Drupal 8 geladen, sobald das die Klasse verwendet wird. Das heißt, Klassenname entspricht den Dateinamen, man legt die Datei an der richtigen Stelle ab und es wird automatisch geladen. Ja, und die Interaktion zwischen den Modulen, die funktioniert nun in Drupal 8 auf unterschiedliche Weise. Zum einen haben Module die Möglichkeiten, eigene Services zu definieren, Plugins zur Verfügung zu stellen. Dazu komme ich nachher noch ein bisschen im Detail. Dann gibt es Events. Events bauen auch auf dem Symfony-Event-System, wo eben Module auf Events hören können und dementsprechend reagieren können. Es gibt vor allem grundlegende Events im System rund um Routing und HTTP, die in Drupal 8 verfügbar sind. Aber es gibt weiterhin auch noch das Hook-System, was ich euch am Anfang der Präsentation kurz vorgestellt habe. Es gibt weiterhin Hooks in Drupal 8, es gibt nur um einiges weniger wie in Drupal 7, kann man eigentlich allgemein sagen. Ja, vielleicht zum nächsten Punkt, Controller, Routing und Menus. Hier geht es darum, wie kann man jetzt wirklich einen neuen Pfad auf der Seite definieren in einem Modul. Vielleicht von einigen von euch schon ein Begriff, Controller ist quasi das C im MVC-Modell, also Module View Controller. Das heißt, ein Controller ist dafür zuständig, das Verhalten von Applikationen bzw. einer speziellen Seite zu steuern und entscheidet eben über die Ausgabe bzw. was überhaupt passiert auf einer gewissen Seite, was wird ausgegeben, welche HTTP-Response kommt allgemein gesehen zurück.
Ja, ein Beispiel wäre hier zum Beispiel der User Controller, der ist so in Drupal 8 Core im User Modul vorhanden. Es ist einfach eine Klasse, die eine Methode definiert, in diesem Fall UserPage. Und diese UserPage-Methode, die definiert nun, was passiert auf der UserPage. Und die zum Beispiel überprüft jetzt, ist der User eingeloggt. Wenn der User eingeloggt ist, mache einen HTTP-Redirect. Ist der User nicht eingeloggt, in diesem Fall wird einfach die Login-Form angezeigt. Also das wäre ein typisches Beispiel für einen einfachen Controller. Der Controller wird nun über das Routing aufgerufen. Also Routing ist der Part des Systems, welcher entscheidet, welcher Controller für einen speziellen Pfad oder genauer für einen speziellen HTTP-Request zuständig ist und welcher Controller diesen Request beantwortet. Die zugehörige Route für den User-Controller wäre in diesem Beispiel hier definiert. Die Routes werden einfach in einem YAML-File mit dem Modul definiert. Wie man hier sieht, im User-Modul gibt es einfach die Datei User-Routing-YAML. Dementsprechend in dieser YAML-Datei wird einfach ein Eintrag für die User-Page-Route festgelegt, welche spezifiziert, dass am Path/User dementsprechend der User-Controller und unsere Methode User-Page aufgerufen wird. Es gibt dann noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel kann man natürlich Access Control definieren oder wie in dem nächsten Beispiel gibt es hier auch weitere Keys, die hier nützlich sind in der Route-Definition, die zum Beispiel direkt mit dem Entity-System von Drupal integriert sind, um zum Beispiel direkt eine Entity zu rendern, um eine Entity anzuzeigen, in diesem Fall im Full-View-Mode und auch um Entity Access Control automatisch zu checken. Aber weitere Details, um welche Keys das hier vorhanden sind und was hier genau unterstützt wird, verrät dann die Dokumentation. Ja, allgemein kann man vielleicht sagen, HTTP und Routing ist in Drupal 8 basierend auf diversen Symfony-Komponenten umgesetzt, funktioniert also sehr ähnlich bzw. fast gleich wie in allgemeinen Symfony-Applikationen. Es wird auch die Symfony HTTP Foundation eingesetzt. Das heißt, generell in Drupal 8 soll man nie die PHP Superglobals $get oder $post verwenden. Stattdessen gibt es eigene Objekte, eben Request- und Response-Objekte, basierend auf definierten Interfaces, welche man anstelle verwendet, um eine saubere Abwicklung von HTTP-Request und Response innerhalb der Applikation umzusetzen. Und aufbauend auf dem Routing ist nun in Drupal 8 das Menüsystem umgesetzt. Das heißt, zusätzlich zum Pfad/User möchte ich vielleicht auch noch einen Link im System haben. Für das gibt es wieder einfach eine YAML-Datei. Im User-Modul definiert man einfach in der Datei User-Links-Menü-YAML dementsprechend einen Eintrag, zum Beispiel für User.logout, wo einfach hinterlegt wird, in welchem Menü welches Menü-Item angezeigt wird. Und verwiesen wird hier immer einfach auf eine Route. Das heißt, was im Routing-File definiert wurde, kann man hier einfach mit dem Menü dann darauf verweisen. Es gibt dann wieder weitere unterschiedliche Typen von Menü-Links und so weiter. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Details wie immer in der Doku. Sehr essentiell in Drupal 8 ist das Plugin-System, weil es wirklich ein sehr grundlegendes System ist, das eigentlich wirklich fast überall verwendet wird. Und deswegen möchte ich das kurz vorstellen, weil es, glaube ich, wirklich eine essentielle Grundlage ist. Und hier stellt sich mal natürlich die Frage, naja, was ist ein Plugin überhaupt? Also ein Plugin ist einfach eine kleine funktionale Einheit, die auf Basis einer definierten Schnittstelle funktioniert und auch austauschbar ist und einem von dem her eine austauschbare Funktionalität im System zur Verfügung stellt. Und es gibt dann auch im System unterschiedliche Typen von Plugins, wie zum Beispiel Feldtypen, wie man beim Site-Building schon gesehen hat. Es gibt es unterschiedliche Feldtypen im Drupal. Jeder Feldtyp ist einfach über ein Plugin implementiert. Analog funktioniert das für Field-Widgets und Formatter, Blöcke und auch jede Menge andere weitere Plugin-Types. Das Ganze ist natürlich in das Modulsystem integriert, in der Art, dass Module eigene Plugins zur Verfügung stellen können. Das heißt, ein Modul kann zum Beispiel einen Block oder einen Feldtyp über das Plugin-System bereitstellen. Ein Modul kann aber natürlich auch einen neuen Plugin-Typ zur Verfügung stellen. Das heißt, es wird einfach eine neue Art von Plugins definiert, die dann wiederum andere Module auch zur Verfügung stellen können.
Plugins ersetzen viele Hooks, also viele Dinge, die in Drupal 7 über Hooks umgesetzt worden sind, sind in Drupal 8 jetzt Plugins. Und das bietet eigentlich einige Vorteile. Aber vielleicht schauen wir uns zuerst noch kurz an, wie man jetzt ein Plugin wirklich in einem Modul bereitstellen kann. Und zwar anhand eines Blockes. Und zwar, um einen Block zur Verfügung zu stellen, braucht man hier zum einen zuerst eine PHP-Klasse. Man fügt eine PHP-Klasse hinzu in einem vordefinierten Verzeichnis. Das sehen wir dann noch nur genau, in welchem Verzeichnis genau. Und diese PHP-Klasse, die muss ein Interface definieren. Das Interface ist einfach auch Plugin-Typ abhängig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Block-Plugin zur Verfügung stellen möchte, werde ich das Block-Plugin-Interface implementieren müssen. Weiters muss man dann eine Annotation hinzufügen. Eine Annotation ist einfach ein spezieller Kommentar, der im Doc-Block zur PHP-Klasse einfach hinzugefügt wird. Und das schaut dann jetzt dann so aus, indem man im Beispiel des Blocks das Block-Plugin-Interface implementiert. Hierfür kann man einfach immer eine passende Base-Klasse implementieren. Es gibt eigentlich für jeden Plugin-Typ passende Base-Klassen, von welchen man erben kann. Die extendet man einfach, somit ist das Interface bereits implementiert und man braucht sich eigentlich nur mehr um die Implementierung der essentiellen grundlegenden Methoden kümmern und hat somit eigentlich schon eine gute Grundlage, um ein Plugin zu implementieren. Hier sieht man ein Beispiel, das ist ein Search-Block. Wie man sieht, Search-Block ist einfach eine eigene Klasse. Er extendet, wie gesagt, die Base-Klasse, Block-Base, welche das Interface implementiert und somit implementiert auch SearchBlock das Block-Plugin-Interface. Und hier über der Klasse sehen wir die Annotation AddBlock, welche Metadaten zum Plugin definiert. Vor allem wichtig ist hier immer die ID, das ist die Plugin-ID. Mit dieser ID wird das Plugin im System identifiziert. Und dann gibt es immer je nach Plugin-Typ noch weitere Attribute, die man hier festlegen kann, wie zum Beispiel eben das Admin-Label, unter welchem dann der Block im User-Interface aufscheint. Für die Funktionalität implementiert man einfach die passenden Methoden. Im Falle eines Blockes ist es zum Beispiel die Build-Methode, um nun den Inhalt des Blockes zu bilden, oder Block-Access, um Access-Control eines Blockes zu steuern. Wichtig an dieser Stelle ist jetzt auch noch, diese Klasse im richtigen Verzeichnis und im richtigen Namespace zu definieren. Alle Plugins sind in den Verzeichnis und Namespace Plugin zu finden und je nach Plugin-Typ gibt es dann noch ein Unterverzeichnis. Nachdem dieses Plugin ein Block-Plugin ist, gibt es noch das Unterverzeichnis Block. Das heißt, man muss alle Block-Plugins innerhalb des Plugin-Block-Verzeichnisses ablegen, sodass diese automatisch gefunden werden. Kann man hier vielleicht auch kurz vorzeigen, wie das jetzt im System selbst aussieht. Ich bin hier in der Drupal 8 Installation. Wir hatten hier das Search-Modul, das heißt, wir können hier einfach mal zum Search-Modul navigieren und innerhalb des Source-Folders gibt es hier das Plugin-Verzeichnis, mehrere unterschiedliche Unterverzeichnisse für unterschiedliche Plugin-Typen. Wie man hier sieht, Fuse hat jede Menge unterschiedliche Subverzeichnisse und dementsprechend Plugin-Typen. Und hier sieht man schon einen Search-Block, welcher hier einfach abgelegt ist und so automatisch vom System gefunden wird. Ja, und nun zu den Vorteilen von Plugins. Also wirklich der Hauptvorteil würde ich sehen, oder zumindest für mich, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass ein Plugin so eine eigenständige Datei darstellt. Das heißt, die Datei an sich ist an sich vollständig und wird im System registriert. Man muss nicht an mehreren unterschiedlichen Stellen das Plugin definieren, sodass es funktioniert, sondern es genügt eine Datei. Man kann die Datei kopieren, in ein anderes Modul reinkopieren. Man braucht nur den Namen umbenennen und hat schon wieder eine neue Instanz eines Plugins. Das macht es wirklich sehr einfach, damit zu arbeiten. Selbst für Leute, die jetzt nicht wirklich gerade unbedingt PHP-Entwickler sind und von den ganzen objektorientierten Komponenten recht viel verstehen. Es ist wirklich ein sehr einfaches Pattern, das man leichter lernen kann und somit wirklich leicht neue Plugins zur Verfügung stellen kann.
Plugins sind sehr klar dokumentiert und spezifiziert, nicht zuletzt auf dank der Interfaces, die genau definieren, wie sich Plugins verhalten müssen. Und dank der Klassen funktionieren die Plugins auch automatisch mit dem PHP-Class-Autoloading. Das heißt, der ganze Quellcode eines Plugins wird wirklich auch nur geladen, wenn er benötigt wird. Das heißt, das System lädt automatisch die Klasse, sobald das Plugin benutzt wird. Und wenn es nicht benutzt wird, wird die Klasse gar nicht geladen. Ja, nächster Punkt wäre Entities und Fields. Entities und Fields sind quasi Drupals Datenmodell. Wir haben es von der Site-Building-Seite ja schon gesehen. Aber allgemein kann man noch sagen, dass das Entity-System die meisten Datenbankzugriffe ersetzt und abstrahiert. Das heißt, eigentlich als Entwickler kommt man eigentlich in Drupal 8 selten bis zu nie in die Verlegenheit, direkt die Datenbank abzufragen. Stattdessen verwendet man meistens das Entity-System oder eben ein anderes Subsystem. Das Entity-System stellt eine GRAD, das heißt Create, Read, Update und Delete API zur Verfügung, mit der man eben auf Entity-Objekten operieren kann, wie zum Beispiel eben um Inhalte zu laden, zu modifizieren und wieder zu speichern. Dann gibt es auch eine eigene Query-API, eben um dementsprechend Abfragen zu machen, die eben unabhängig sind vom Storage-System. Was eines der Hauptfeatures des Entity-Systems ist, eben, dass es das Storage-Backend abstrahiert. Es funktioniert mit MySQL-Datenbanken, mit relationalen Datenbanken, aber auch mit NoSQL-Datenbanken bis hin zu beliebigen Services, Web-Services und so weiter. Man kann wirklich beliebige Storage-Engines implementieren, wobei Drupal selbst vor allem natürlich das SQL-Storage-Backend implementiert hat. Es wird aber auch aktiv an einem MongoDB-Backend zum Beispiel gearbeitet. Hier wäre ein Beispiel für die Verwendung von GRAD-APIs zu sehen. Ein Beispiel der Nodes, den Drupal-Content-Elementen. Man kann mit Hilfe der statischen Create-Methode einfach sehr leicht ein neues Node-Objekt erzeugen. Dieses Node-Objekt ist nun eine Instanz der Node-Klasse und hat dementsprechend auch passende Methoden, die man einfach verwenden kann, wie zum Beispiel Node-Save, um nun diese Node permanent zu speichern. Es gibt natürlich auch weitere Methoden, wie zum Beispiel die Load-Methode, um Inhalte zu laden, oder auch die Delete-Methode, um Inhalte zu löschen. Ein Beispiel für eine Query würde zum Beispiel so aussehen: über die statische Methode EntityQuery auf der Drupal-Klasse kann man eine neue Query erzeugen, wo man einfach angibt, welcher Entity-Typ denn abgefragt werden soll. Hier im Beispiel ein Taxonomie-Term. Über die Condition-Methode kann man jetzt beliebige weitere Bedingungen hinzufügen, eben wie zum Beispiel in diesem Fall, gib mir alle Taxonomie-Terms eines bestimmten Vokabulars, und mit Execute wird die Query dann letztendlich ausgeführt und gibt dann eine Menge von IDs zurück. Mit den IDs kann man nun folgend mit dem normalen Entity-System die ganzen Objekte dann auch laden. Ja, wir haben jetzt einige Beispiele gesehen zur Entity-API. Dazu zu sagen, glaube ich, ist allgemein noch, dass Entities sehr viel in Drupal sind, also nicht nur die ganzen Inhalte, wie eben weiß nicht, Content, Kommentare und User, sondern auch einige Konfigurationen sind in Drupal 8 Entities. Das heißt, eigentlich alles oder das meiste, das in Drupal 8 gespeichert, geladen wird, irgendwo hingespeichert und geladen wird und eine ID hat, mit der es geladen werden wird, funktioniert über die Entity-API, was eben eigentlich auch für Entwickler sehr nett ist, weil es mit einer einheitlichen API gibt, mit der eben dementsprechend mit diesen Objekten umgegangen werden kann. Es gibt eben dann zwei Ausprägungen von diesen Entities, die Content- und Configuration-Entities, die ein bisschen dann auf die speziellen Eigenheiten von Inhalten und Konfigurationen dann eingehen. Und eben Configuration-Entities sind eben von dem her speziell, dass sie nun ins Konfigurationssystem von Drupal speichern. Das heißt, eine Konfigurations-Entity wird automatisch dann im Konfigurationssystem von Drupal abgelegt und wird im System dann über einfache Objekte mit Attributen repräsentiert. Beispiele hierfür wären zum Beispiel Node-Types oder Inhaltstypen, Views, Image-Styles,
aber auch Feldkonfigurationen zum Beispiel. Content Entities sind jetzt die typischen Entities, die die ganzen Inhalte einer Webseite repräsentieren. Wie schon erwähnt, sind das zum Beispiel Nodes, Users, Comments, wobei natürlich jedes Modul weitere Entitäten hinzufügen kann. Und Content Entities unterscheiden sich von Konfigurations Entities auch von dem her, dass sie von Haus aus mehr Features mitbringen. So sind sie von Haus aus Field-able, das heißt, sie verwenden das Feldsystem, wo man eben dann diverse unterschiedliche Felder für eine Entität definieren und hinzufügen kann. Dann sind sie von Haus aus versionierbar und auch übersetzbar. Content Entities bestehen im Unterschied zu Konfigurationsentities nur aus Feldern. Diese Felder sind selbst auch wieder Objekte, was natürlich dann auch für die API seine Auswirkungen hat. Dann gibt es zusätzlich noch Entity Displays, welche jetzt steuern, wie denn die Ausgabe einer Entity passiert. Und zwar ist eigentlich ein Entity Display genau das, was im Hintergrund angelegt wird. Wenn man jetzt im User Interface unter Manage Display konfiguriert, wie die Entity aussieht, dann wird im Hintergrund ein Entity Display konfiguriert. Und das Nette an diesem ganzen System ist, dass das Ganze jetzt konfigurierbar ist, aber auch vom Code steuerbar ist. Das heißt, wenn ich als Entwickler ein Modul schreibe und eine neue Entität zur Verfügung stelle, dann kann ich genau festlegen, was kann der Benutzer konfigurieren und was wird über den Quellcode direkt festgelegt. Man kann sich auch entscheiden, und wirklich eigentlich den Großteil oder alles davon einfach nur im Quellcode festzulegen und nichts als Konfigurationsoptionen freizugeben oder eben alternativ jede Menge freizugeben. Das ist dann eben je nach Einsatzzweck anpassbar. Hier wäre ein Beispiel zur Umsetzung einer Entität. Die Comment Entity funktioniert eigentlich ähnlich wie bei einem Plugin. Das heißt, man definiert eine Klasse in einer vordefinierten Ordnerstruktur, und zwar unterhalb des Entity Namespaces. Man gibt wieder eine Annotation auf die Klasse samt diverser Metadaten, welche dann auch weiteres Verhalten zu der Entity steuern. Sehr wichtig ist hier zum Beispiel die Angabe, zum einen die ID, welche den Machine Name, die ID des Entity-Typen festlegt, Comment, oder zum Beispiel Storage, hier ist die Angabe des Storage-Subsystems, mit welchem die Entity arbeitet. Weiters muss man für eine Entität noch grundlegende Felder angeben, wie zum Beispiel ein Kommentar kommt immer mit Feldern wie ein Kommentar Betreff, Kommentar Text und so weiter. Das heißt, wenn die Entität definiert wurde, kann man diese Felder gleich mit der Entity angeben. In diesem Beispiel habe ich hier einmal die E-Mail-Adresse und die Referenz auf den Comment-Ersteller herausgestrichen. Das heißt, man definiert einfach in einer vordefinierten Methode, die heißt Basefield Definitions, welche Felder fix mit der Entity definiert werden. Man gibt hier den Feldtypen an, E-Mail für das Feld oder Entity-Referenz zum Beispiel für die User-Referenz und kann hier eigentlich alles definieren, wie auch im User-Interface, nur dass es eben fix von dem Modul definiert wurde und dann nur je nach Bedarf konfiguriert oder über das Interface anpassbar ist. Ja, wir können das Ganze vielleicht auch kurz direkt in der IDE ansehen, um ein bisschen besseren Überblick zu bekommen. Hier ist die Comment Entity definiert. Wir sehen hier, das ist die Klasse. Es gibt hier die Annotation mit jede Menge diversen Definitionen. Dann kann natürlich weitere Methoden implementiert werden, direkt auf der Klasse, die je nach Entity-Typ zum Beispiel reagieren, wenn die Entity gelöscht wurde oder bevor sie gespeichert wurde, um gewisse Anpassungen automatisch an den Entity durchzuführen. Oder die Basefield Definitions, wie kurz gesehen, wird hier in dieser Methode definiert, wo man hier sieht, hier wird eine ganze Latte an diversen Felddefinitionen fix für Kommentare definiert. Und das wirklich Nette an dem System ist nun,
dass das Entity-System automatisch sich um die Erstellung der Datenbanktabellen kümmert. Also wenn das SQL-Storage-Backend von Drupal Core verwendet wird, genügt es, diese Felddefinitionen hier zu erstellen, und mit der Installation des Moduls werden automatisch dann auch die notwendigen Datenbanktabellen angelegt, und man muss sich als Entwickler nicht darum kümmern. Beziehungsweise, wenn ich hier jetzt eine weitere Definition hinzufüge, würde bei einem Modul-Update dann automatisch über das Update-System die Datenbanktabelle angepasst werden, insofern dies ohne Migrationen möglich ist. Ja, als nächstes vielleicht noch werfen wir einen kurzen Blick auf das Konfigurationssystem von Drupal. Eine große Neuerung in Drupal 8, weil in Drupal wirklich sehr viel Konfigurationen vorhanden sind. Wie ihr wisst, man kann sehr viel konfigurieren über das User Interface, Content-Typen, Felder, Entity-Displays und so weiter. Und das Besondere an dem ist nun, dass das alles im Konfigurationssystem von Drupal 8 gespeichert wird, was eben den einfachen Import und Export über YAML erlaubt, wie wir auch schon gesehen haben, aber auch vollständige Übersetzbarkeit. Das Ganze funktioniert dank des sogenannten Config-Schemas, dass Module zusätzlich zur Konfiguration definieren müssen. Und auch sehr nützlich als Modulentwickler ist, dass Default-Konfigurationen mit Modulen fertig abgelegt werden können und mit dem Modul dann direkt installiert werden. Distributionen können diese Funktionalitäten ebenso benutzen. Hier wäre ein Beispiel für so eine YAML-Datei, wie so eine Konfiguration aussieht. Das ist ein Beispiel des Book-Modules, was einfach mal die grundlegenden Einstellungen des Book-Moduls abdeckt. Also man sieht, es ist einfach eine ganz einfache YAML-Datei, die einfach diverse Keys ablegt, wie zum Beispiel die erlaubten Content-Typen, mit denen das Book-Modul arbeitet. Und zwar ist das Ganze so aufgebaut, dass nun innerhalb dieses Book-Moduls im Config-Directory im Subdirectory install diverse Default-Konfigurationen abgelegt werden, wie eben zum Beispiel das Book-Settings-YAML. Das heißt, wenn das Modul installiert wird, wird automatisch auch diese Default-Konfiguration installiert, und dementsprechend sind die Default-Werte im System. Zusätzlich definiert das Modul aber auch Dinge wie zum Beispiel den Nodes-Typ. Das Book-Modul kommt mit einem Content-Type oder Nodes-Typ Book, welcher automatisch nur über diese Konfigurationsdateien mit dem Modul einfach installiert und konfiguriert wird. Für das Zurverfügungstellen von eigenen Konfigurationssettings sollte man dann auch das dementsprechende Configuration-Schema bereitstellen, wie in diesem Beispiel über das Book-Schema-YAML. Also, wie bereits erwähnt, implementiert das Book-Modul eigene Settings, für welches es hier auch das Configuration-Schema bereitstellt, welches eigentlich nur oder vor allem für die Übersetzbarkeit der Konfigurationen notwendig ist, aber nicht für die Funktion an sich. Beispiel wäre hier für dieses Schema, man definiert eigentlich vor allem, wie ist die Konfigurationsdatei aufgebaut, welche Subattribute gibt es, welche davon sind übersetzbar. Möchte ich jetzt auch hier nicht im Detail darauf eingehen, aber es ist eigentlich nicht schwierig, damit zu arbeiten, und es gibt genug Beispiele und Dokumentationen hierfür. Wie gesagt, ist vor allem dafür notwendig, um die Konfiguration auch dann übersetzbar zu haben. Ja, um jetzt nun auf Modulebene mit Konfiguration arbeiten zu können, gibt es auch natürlich auch eine entsprechende API. Man kann hier über die Config-Methode auf der Drupal-Klasse einfach ein Konfigurationsobjekt holen und hier auf dem Konfigurationsobjekt dementsprechend dann die Werte der unterschiedlichen Attribute abfragen. Das heißt, man gibt hier einfach am Konfigurationsobjekt hier den Identifier der YAML-Datei an, bekommt das Objekt und kann über die Get-Methode dann die entsprechenden Werte der einzelnen Attribute abfragen oder über die Set-Methode natürlich dann auch neue Werte setzen. Und mit der Save-Methode wird das Ganze dann auch permanent wieder abgespeichert. Das Ganze hier ist vor allem notwendig für normale Module-Settings. Typischerweise sind dann eben dann hinzufügbare Konfigurationen, wie zum Beispiel ein neuer Content-Typ, eine neue View, werden dann über das Konfigurations-Entity-System
umgesetzt, eben wie schon erwähnt. Das heißt, in diesem Fall braucht man dann eigentlich nicht die Configuration API verwendet. Da kann man dann das Ganze direkt über die Entity API umsetzen und muss nicht die Config API verwenden. Ja, zu guter Letzt möchte ich dann noch ein bisschen Überblick geben über Services und Dependency Injection. Das sind eigentlich jetzt nicht unbedingt Drupal 8 spezielle Konstrukte, sondern allgemein in objektorientierter Programmierung auffindbare Konzepte, aber sollten grundlegend für jeden Drupal 8 Entwickler ein Begriff sein. Deswegen werde ich sie ja auch kurz vorstellen. Und möchte man mit dem Begriff eines Services anfangen? Naja, was ist ein Service überhaupt in einer Drupal-Installation oder generell in einer PHP-Applikation? Ja, es ist eigentlich grundlegend einfach mal ein Objekt. Und zwar ist es ein Objekt, welches eine API für andere Module oder für andere Komponenten zur Verfügung stellt. Und das auf Basis eines definierten Interfaces. Ein Service ist wiederverwendbar und ersetzbar. So muss sich ein Verwender eines Services nicht auf eine spezielle Implementierung verlassen, sondern muss eigentlich nur das Interface kennen. In Drupal 8 selbst können Services von Modulen bereitgestellt werden, wobei natürlich Drupal Core selbst mit einigen vordefinierten und essentiellen Services kommt. Aber jedes Modul kann seine eigenen APIs eben zu anderen Modulen eben über Services wieder bereitstellen. Und dieses Bereitstellen und Registrieren von Services, das funktioniert dann über ein Konstrukt, das heißt Service Container. Und der Service Container ist quasi das System, über das Services bereitgestellt werden und über das ich jetzt Services aufrufen kann. Aber weiter kümmert sich der Service Container auch um Dinge wie die Instanzierung dieser Service-Objekte und auch um die Auflösung der Abhängigkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Service habe, das diverse andere Services benutzt, kann ich über den Service-Container das Ganze konfigurieren, dass dementsprechend die Abhängigkeiten für meinen Service aufgelöst werden und die Klasse an sich die Abhängigkeiten nicht fix eingebaut haben muss. Hier ein Beispiel, wie man jetzt Services verwendet. Hier gibt es wieder die Drupal-Klasse, quasi die globale Klasse, welche eine statische Service-Methode hat. Hier übergibt man einfach nur den Identifier eines Services und erhält bereits ein Service-Objekt zurück. Hier in diesem Beispiel ist es der Entity-Manager, das heißt, man gibt die ID des Entity-Manager-Services an und bekommt zurück eine fertig instanzierte und verwendbare Instanz, die jetzt eben verwendet werden kann, um zum Beispiel Entities zu laden. Es gibt auch Shortcuts für wichtige Services auf der Drupal-Klasse, wie die statische Entity-Manager-Methode. Wobei hier auch anzumerken ist, dass diese Syntax hier mit dieser statischen Methode hier eigentlich nur verwendet werden sollte, wenn man in Funktionen arbeitet, zum Beispiel wenn man einen Hook implementiert, nicht aber wenn man jetzt in anderen Objekten oder Klassen arbeitet. Hier sollte man allgemein Dependency Injection verwenden, um eben in den Klassen nicht direkt Abhängigkeiten auf bestimmte Services, wie zum Beispiel den globalen Entity Manager des Drupal-Systems einzuführen. Diese globalen Abhängigkeiten können eben über das Dependency Injection System vermieden werden und diese Drupal-Klasse wäre eigentlich so ein Beispiel für so eine Abhängigkeit, weil wenn eine Klasse, die einen Aufruf auf diese globale Drupal-Klasse beinhaltet, somit automatisch nur mehr mit Drupal funktioniert. Ja. Um jetzt diese Klasse vielleicht unabhängig von Drupal schreiben zu können oder generell wiederverwendbar zu machen, kann man jetzt den Zugriff auf die Services über Objektattribute gestalten. Das funktioniert zum Beispiel so, in diesem Beispiel der Config-Manager, der den Entity-Manager benutzt, funktioniert das eben über die Objektattribute. Man definiert hier das Objektattribut und befüllt das Objektattribut mit der Instanzierung des Objektes. Das heißt, im Objektkonstruktor wird diese Abhängigkeit als Argument definiert und muss mit bei der Instanzierung des Objektes übergeben werden. Und dann weiterhin zur Laufzeit des Objektes kann eigentlich einfach immer über das Objektattribut
auf diese Funktionalität zurückgegriffen werden. Wie in dieser Example-Methode kann hier der Entity Manager dann einfach über this Entity Manager und weitere Methodenaufrufe verwendet werden. Die Instanzierung dieser Cluster musste natürlich dementsprechend auch passieren, sodass die Abhängigkeiten an die Cluster übergeben werden. Und das ist dann eben zum Beispiel auch was, worum sich der Service-Container kümmert, wo man dann einfach konfiguriert, naja, mein Config-Manager benötigt bitte den Entity-Manager und der Service-Container übergibt die Klasse dann. Im Detail einfach auch über die Dokumentation nachschlagbar und ist leicht konfigurierbar. Die Details würden hier jetzt den Rahmen sprengen. Ja, vielleicht noch kurz zu Tests. Dependency Injection generell erlaubt auch Unit-Testing im System. Das heißt, ich kann eine Klasse unabhängig von den ganzen Abhängigkeiten leicht testen. Hierfür wird in Drupal 8 PHP Unit verwendet, was eigentlich eine sehr gute Test-Coverage und eine sehr gute Abdeckung des ganzen Systems durch Unit-Tests erlaubt, was in Drupal 8 auch immer mehr und mehr verwendet wird. Kann auch in dementsprechend eigenen Erweiterungsmodulen, die man für Drupal 8 schreibt, einfach verwendet werden und ist quasi eigentlich Standard im normalen PHP-Entwicklungsbereich. Zusätzlich zu Unit-Tests gibt es in Drupal auch Integration-Tests, das heißt Tests, die quasi ganze Subsysteme testen und sicherstellen, dass ein Subsystem an sich funktioniert oder auch, dass mehrere Subsysteme zusammenarbeiten und zusammen funktionieren. Das funktioniert in Drupal 8 mit Hilfe des Simple Test Systems. Das ist das ältere Testing Framework, das auch in Drupal 7 schon eingesetzt wird und in Drupal 8 auch immer noch zu finden ist. Neuere Tests in Drupal 8 setzen das Ganze aber auch schon auf Basis von PHP Unit um. Dann als dritte Kategorie gibt es auch noch funktionale Tests in Drupal 8. Sogenannte auch Web-Tests, die direkt Tests über das Web-Interface durchführen. Die werden in Drupal 8 eigentlich vor allem noch über das Simple-Test-System ausgeführt. Es wird aber auch eine Integration von Tests über das Behead-Framework derzeit gearbeitet. Ja, das war es eigentlich soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Überblick geben. Gibt es Fragen?